Multiplayer. Ab zu meinen Entchen. Was haben wir hier? Stockente, Schwarzbär, verwildertes Schwein, genau. Hier fangen wir aber dann auch um 5 an. Rugaroo Bayou Hunting Reserve. Warum finde ich dich schon wieder nicht? Karte ist jetzt offen. Ja, deswegen. Oben gibt es so einen orangen Button, aktualisieren. Habe ich gemacht schon. Mhm. Ich dachte auch, ich sehe cool aus. Na, ja, der findet dich nicht. Wie Didi's Game, ja. Ich muss den jetzt komplett ausmachen, aber. Kann ich wieder alles aus und anmachen. Ätzend. Und findet er dich jetzt nicht? Brauchst du eigentlich oben beim Suchen nur Vivi eingeben, ne? Ich kenne mich aus, Vivi. Das ist ja irgendwie trotzdem ärgerlich. Ja, kann hier alles ausmachen von vorne anfangen.
Welches Haus hast du genommen? Oben oder unten? Idee? Ja? Ich sag, welches Haus hast du genommen? Was hast du genommen? Welches Haus? Sind da zwei Stück abgebildet? Immer das, was rot ist. Ja, kann sein, da wo die Enten sind, kann sein, dass das verdeckt ist. Das ist ganz unten. Ach so, die Karte, genau. Die Karte ist auf der linken Welt unten. Unten Welt. Ja, wenn du die Karte siehst, hast du ja eigentlich, ja, so gesehen zwei Welten oder zwei große Inseln. Die linke Insel unten. Also ich hatte immer nur das Sumpfgebiet. Das Sumpfgebiet, genau. Das einmal oben rechts, ne, oben links eine und dann unten rechts. Ja, da müsstest du Enten sehen. Oder? Hallo. Die Gummiente. Hallo Blondie. Ja, alter Knacker. Hey, ich sehe aus wie junges Gemüse. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, Gemüse siehst du wirklich aus. So. Alt wie ein Baum. Aber rasieren hätte ich auch mal können, wa? Rasieren mitten im Dschungel im Sumpf, lass mal gut sein. Moment, ich trinke aus. Wir gehen jetzt zu diesem Tarnzelt. Da, wo die Enten sind. Da können wir auch hinlaufen. So, Brummi, jetzt zähle ich aber auf dich. Jetzt setze ich aber alles auf eine Karte. Jetzt will ich aber was sehen. Die hat wieder Wünsche, du. Ja, Weiber. Die sagt es. Meine Enten sind noch alle da. Die ollen Erpel. Hier gehen wir in die Hocke. Jetzt müssen wir warten, die kommen hier gleich an und dann werde ich die rufen. Was machst du jetzt mit der langen Schrot oder mit was? Da kommen sie schon. Ne, das war ein Schwein. Das ist der Langdistanzrufer. Und das ist der für kurze Distanz. Dankeschön. Und mit was? Wir schießen mit Vogelschrot, ne? Gott, weiß ich gar nicht. Also hast du Inventar gemacht? Vogelschrot, ja? Die zweite Waffe, die Schrotflinte. Ja. Gut. Siehst du, hörst du sie schon? Irgendwo am Himmel müssen sie sein. Ja, über uns sind sie, genau.
unten bleiben. Ich hole die jetzt runter. Hörst du, da landen sie schon im Wasser. So, kommen glaube ich gerade nicht mehr. Dann können wir jetzt vorsichtig aufstehen. Nee, warte, geh wieder runter, da kommen noch welche. Da oben sind sie. Und die ziehen weiter wieder auf. Ja, aber hier da, die fünf noch. Komm, genau bei uns vor der Hütte. Ja. Sieht aus, ob die hier reingelandet werden. So, pass auf, rechts vom Zelt sind welche gelandet, vor dem Zelt und links. Guckst du rechts vom Zelt? Ich guck links. Dann können wir mal langsam aufstehen. Oder wir können uns schon die Schrotflinte nehmen. Dann stehen wir mal auf. Und dann gucken wir mal, wo sie so sind. Da links vor dir. Ja, du musst rechts auch noch haben. Guck mal hinten auf dem Wasser zum Beispiel. Ja, ich sehe das. 1, 2, 3, 4. Okay, wir schießen bei 3, weil die dann alle aufscheuchen. Bist du soweit? Ja. 1, 2, 3. Toll. Schieß dich auf deine scheiß Attrappen. Ja, da solltest du nicht drauf schießen. Schussweite 60 Meter maximal. Damit haben wir das ja wohl vergeigt. Ja, wieso? Ich hab doch eine. Ja, super. Ist hier vor mir. Ja, ich sehe sie, wir sind am Kreis und drehen. Ja, ja, die dümpeln dann immer hier so rum. Ja, muss natürlich wieder ein Weib gewesen sein. Hehe, wir haben mal ein bisschen. Guck mal, die fliegt immer noch. Seid du mal parallel. Ey, da bin ich dann noch andere mit Anlock. Da kommen die nächsten, komm, ich mach hier eigentlich nur Blödsinn, echt. So.